Hallo ihr Lieben, unglaublich aber wahr, wir haben die Herbst-Tag- und Nachtgleiche und ich befinde mich hier im wunderschönen Palm Desert, mitten in der Wüste irgendwo. Und bin hier und habe ein Training, was ich sehr genieße. Und bei diesem Training ist mir was durchgegeben worden, was ich denke, was vielleicht einige von euch gut nutzen können. Und das passt sehr gut zur Tag- und Nachtgleiche jetzt. Die Tag- und Nachtgleiche ist ja der Punkt der Ernte, wo wir schauen, was ist bis jetzt das Jahr gewesen und was ist es, wofür wir dankbar sind. Was ist es, was wir vielleicht noch tun wollen, um die letzte Ernte einzufahren so, und uns vorzubereiten, dass der Winter dann kommt. Und die Tag- und Nachtgleiche da drin ist praktisch die Balance. Licht und Schatten sind genau ausgeglichen und wir sind in einer Art Stille oder Ruhe. Das ist genau, was passiert, wenn wir in der Balance sind und betrachten praktisch, also können in dieser Stille rückschauen, können betrachten, was war und was auch kommen wird. Und eben diese Dankbarkeit dafür entstehen lassen, also in uns ausdrücken und da sein lassen, genau. Dieses Jahr habe ich das Gefühl, ist das Fülle-Thema vom Herbst noch viel stärker, und zwar viel stärker verbunden zur Abundantia, also zur Göttin der Fülle. Und die Göttin der Fülle konnte immer gerufen werden. Sie begleitet dich dann, wenn du sie rufst und in dein Leben bittest und hilft dir praktisch deine Fülle, auf welcher Ebene auch immer, ob das jetzt Geld ist oder in Beziehung, in deine Beziehung zu dir oder was immer es ist, wo du dir, in welchem Bereich du dir mehr Fülle wünschst, irgendwie die hineinzubringen. Und bei mir kam durch, genau das ist das, was ich euch mitgeben will, bei mir kam durch etwas sehr Kurzes, aber sehr Kraftvolles, weil es oft das Thema ist, von wegen, welche Fülle erlaube ich mir? Wo erlaube ich mir keine Fülle und wo erlaube ich mir Fülle? Und wie erlaube ich mir die? Und darf ich das überhaupt? Und kommt da nicht jemand und sagt, boah, du bist aber vermessen oder sowas? Und was durchkam, war, wer bist du, dass du dich klein machst? Das ist nicht an dir, das zu entscheiden. Die Kraft oder die Welle des Lebens oder die Wellen des Lebens sind viel stärker. Und du hast keine Möglichkeit, die Kontrolle zu behalten. Lass dich selbst von ihnen durchgewaschen werden. Und das ist direkt die Antwort. Also bei dieser Frage, erlauben wir uns diese Fülle in unserem Leben und wo erlauben wir sie uns nicht, wo halten wir uns klein dadurch? Denken wir immer, wenn wir uns klein halten, tun wir was Gutes. Und dabei sind wir nur dann wirklich im besten Service für alles um uns herum und auch für uns selber, wenn wir uns das sein lassen, was wir sind, und zwar in unserer kompletten Fülle. Also ist es sehr schön zu hinterfragen, wer bringt dich dazu, dich klein zu halten und was bringt dir das oder was bringt das anderen, und dass das eigentlich nur eine Form der Kontrolle ist und alles, was du machen brauchst, ist diese Kontrolle loszulassen und dich diesen Wellen des Lebens zu übergeben. Und die waschen dich davon dann frei, tatsächlich. Und dich zu öffnen für diese Abundantia, die immer zur Verfügung steht, um dich zu führen und zu leiten auf deinem Weg. Und dir die Wünsche und die Fülle zu bringen, die dir wirklich zusteht. Also die du bist und die zu dir passt. Und ja, diese Fülle an Freude auch, also bei der wir in der Joy Challenge dran gearbeitet haben, so, das einfach zu erlauben, dass diese Freude in dein Leben völlig treten darf. So.
Ja, das ist das, was ich euch mitgeben wollte hier aus Palm Desert. Wer bist du, dass du dich klein halten darfst? Und erlaube, dass dein Leben, dein inneres Leben, die Hand, also übernehmen darf. Dein Leben in die Hand nehmen darf, genau. Okay, ich freue mich über eure Kommentare, was ihr dazu denkt, ob das bei euch gerade auch passt, dass ihr merkt, okay, ihr merkt auch diese Fülle, die da ist und die durchkommen will und ihr haltet die vielleicht irgendwo fern und ja, lasst mich wissen, wo ihr da steht oder ob euch das berührt und so. Genau, das ist das, was ich euch geben wollte und ich wünsche euch eine wunderschöne Tag- und Nachtgleichen Zeit und ja, alles Gute für eure Ernte. Bis dann, tschüss.